Okay, willkommen zurück zu Rise of the Triad 2013. Wir sind in Episode 1 Level 5 und es geht bergab. Noch tiefer. Dachte ich, könnten wir gar nicht sinken. Man hat mir vor Augen geführt, dass meine Fähigkeiten sehr bescheiden sind. Im Vergleich zu früher. Und das ist natürlich schmerzlich für jeden herauszufinden, dass man es sagt. Und ich weiß auch nie, wie man da reinkommt in diese abgeschlossenen Bereiche. Ich habe es nie geschafft, so recht. Muss man da etwas kaputt schießen? Diese kleinen Schalter kann man leicht übersehen, das stimmt schon, aber ich glaube nicht, dass ich jedes Mal einen übersehen habe. Was ist denn das? Oh. Das sieht gefährlich aus und schmerzhaft. Was habe ich denn überhaupt für eine Bombe in der Hand? Das ist ein Granatwerfer. Oh, endlich mal eine Rüstung. Kein Wunder, dass ich so schnell tot war. Ich hatte nie eine Rüstung an. Ah, wie geht das? Wie soll ich denn das nehmen? Oh ja, es ist nicht ausgegangen. Ja, man kann es auch mit Controller spielen übrigens, aber ich sag's ganz offen. Das wäre mehr als Sadomasochismus. Das wäre eine neue Definition von Sadomasochismus. Und jetzt haben sie mir meine gesamten Waffen weggenommen. Schau dir den Scheiß an. Jedes Mal, wenn man stirbt, wird einem alles weggenommen. Meistens liegt am Level Anfang wieder was, aber nicht immer. Zum Beispiel den schönen Granatwerfer habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich praktisch gezwungen, da reinzugehen. Mit denen zu besorgen. Sonst habe ich ja gar nichts. Nur die scheiß MP hier. Haha! Wer war denn das? Okay. Ich habe es geschafft, aber hier, mit Glück. Da ist nix. Wie soll man da jemals reinkommen, Mann? Wie? Ist das eine Sauna? Das ist da so dampfig drin. Vielleicht hat Kim Jong die Schuhe ausgezogen und es hat den Raum mit Mief erfüllt. Wenn ich da drauf schieße? Nee. Nee, diese Türen sind absolut unkaputtbar. Und die Fenster auch. Es war Verschwendung hoch 3, aber ich musste es einmal ausprobieren. Sonst weiß ich es nie. Gut. Wir scheißen drauf und gehen weiter. Wie üblich. Bisher ist es noch ziemlich ruhig hier. Und schon wieder eine Rüstung. Hoho, jetzt habe ich 3 Lagen. Ein Bluescreen, oje. Schlechtes Zeichen, ha? Es ist so ruhig, es ist auch keine Musik hier. Ist das normal? Oh, das sieht nach Bosskampf aus. Um Gottes Willen. Das ist eine... Was? Payback time. Oh, weg mit den Augenäpfeln. Ich sehe ja nichts. Meine ganze Rüstung ist wieder weg. Wo? Wer sagt das? Du? Ui. Das ist nichts da. Au, au, au! Was ist da los? This baby could put a smile on anybody's face.
Ja, und jetzt? Oi! Oi! Was jetzt? Was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Phase 1! Oh Gott, Phase 1! Das war erst Phase 1. Au. Ja, ich weiß. Und? Jetzt weiter. Da vielleicht? Nee. Die wäre nicht schlecht, aber... Die ist mir lieber. General Darien. Ja und? Wo ist er, der General? Seh nicht. Sorry, ich bin so doof. Ich check's nicht. Was ich tun muss. Was da abschießen? Nee. Au. Oh. Darauf? Oh. Vielleicht das hier überleben einfach. Bin mir nicht mehr sicher. Ich hol mir noch ein bisschen Suppe. Ja, wo ist er? Da oben. Ja, ist er da oben? Ich sehe nicht. Naja, doch. Da oben ist er. This baby could put a smile on anybody's face. Ja, wenn ich das vorher gewusst hätte. Oh Gott. Das ist nur die Vorhaut. Da bin ich mir sicher. Oh, das ist mir zu. Ups. Die halten aber auch was aus. Lass mich in Frieden. This baby could put a smile on anybody's face. Die kommen eh alle zu mir. Brauche ich mir kein Bein ausreißen. Oh. So, was ist Phase 2? Der da oben, ha? Huh? Der sitzt da oben, der Arsch. Oh Gott. Oh. Habe ich noch? Nein. Ich habe keine Munition mehr. Okay. Oh Gott. Geht das wieder los? Oh fuck, oh fuck. Ich hasse Bosskämpfe in Spielen, ihr wisst das. Oh Gott, ist das nervig. Nervig. Habe ich schon nervig erwähnt? Aha, er glüht schon. Ich zieh mich zurück. Wenn nötig. Oh, Phase 2. This baby could put a smile on anyone. Ich glaube, ich bleib hier drinnen, ha? Huh? Ja, und nun? Oh, wow, wow. Nee, du, das ist fast nicht zu schaffen. Aber schon langsam gehen mir die Suppen aus. Nein, nein, nein. Man muss noch rechtzeitig in Deckung gehen hier. Wenn die Flammenbälle kommen. Aber Geduld braucht man auch, das sage ich dir. Und schon wieder aus. Die Munition ist alle.
muss so viel Munition wie möglich sparen, weil... Und vor allem Suppen. Priestersuppe. So, jetzt. Oh Gott. Das Spiel ist einfach nur hirnrissig. Mehr kann man dazu nicht sagen. Braucht wirklich viel Geduld. Und ich habe überhaupt keine Gesundheit mehr. Muss ich aufpassen. Diese blöden Flammen da. Oh, eine reicht. Ich kann mir wirklich keinen weiteren Treffer erlauben. So, einen Treffer noch, dann ist Phase 2 beendet. Keine Ahnung, was dann kommt. Wart noch einmal ab, weil der Rhythmus ist jetzt gerade blöd. Okay, das war die Phase 2. Mal sehen, wie der Arsch aussieht. Man sieht's nicht mehr. Es hat ihn zerrissen. Nein, doch nicht. Er heizt sich noch eine an. Oh Gott. Jetzt gilt es nochmal. One on one oder was? Uiuiui. Ui, ui. Nein, nein, ich habe keine Gesundheit mehr. Wo ist er? Ich sehe nicht. Ah, der steht da. Wie soll ich das schaffen ohne... This baby could put a smile on anybody's face. Wo ist er? Der hüpft da draußen. Ich mach fast keinen Schaden. Ah, so geht's besser. Gut, dass er ein wenig geglitscht ist. Das ist meine... Sorry, ja, ich kann nichts dafür, aber... Ich nutze das aus, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Blöd wäre ich, oder? Uff. Ja, das war vielleicht nicht im Sinne des Erfinders, aber... Munition mehr? Damn. Ja. Siehste? Generale machen Fehler. Ah. Cuban. Das war schwer, sage ich nur. Extrem schwer. Es hat vielleicht leichter ausgesehen, aber man musste Geduld haben und Nerven aus Stahl. Das war der Boss von Episode 1, nehme ich an. Ich habe 0 Secrets gefunden. Ich wusste gar nicht, dass es hier auch Secrets gibt. Aber egal, ich habe es hinter mir. Weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ich brauche eine Pause.